Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 2. Hoppala. Unsere freundliche Ratsspitzelin, die findet uns immer besser, das finde ich schon mal sehr gut. Und der Purohit Bhava Shankari ist ein richtig toller, cooler Typ und voll unser Vorbild. Yay! Oh mei, was haben wir denn hier eigentlich für einen Typen? Oh, das ist wieder der mit dem 10er-Wert. Oh, Alter, geh doch einfach weg. Warum haben wir eigentlich immer solche Freaks? Warum kriegen wir immer die schlechten Typen, die dann irgendwie von der Kirche aussortiert werden? Das ist echt lästig. Und die fighten hier jetzt brav vor sich hin. Alter Schwede. Na, mal gucken, was das jetzt hier wird. Ich meine, solange sie jetzt hier in meinen Gewässern nicht irgendwie fischen, ist das okay. Aber puh, schon ein bisschen lästig. Wir haben eine gewisse Bekanntheit hier. Das ist natürlich auch schön. Oh, kann ich irgendwas Neues kaufen? Ja, ich kann was Neues kaufen. Geil. Zusammenlaufendes Blut. Da müsste ich aber auf 2000 warten, um vererbliche Eigenschaften zu verstärken. Ah, was könnte man denn hier noch Schönes machen? Größtenteils gerecht. Plus 5 bei der Volksmeinung. Was gibt es denn hier? Kontrollezuwachs? Hm. Ja, ich weiß nicht. Das ist alles so... Lebendiger Hof, das ist jetzt auch nicht verkehrt. Oder fruchtbare Lenden. Aber ich glaube, ich warte, bis ich das zusammenlaufende Blut freischalten kann. Denn das wäre natürlich sehr cool, wenn wir jetzt noch bessere Kinder zusammenkriegen würden. Irgendwann haben wir dann die mega krasse Superblutlinie. Oh, das ist nice. Ja, ich denke, das machen wir. Aber wir sind schon richtig bekannt hier. Finde ich gut. Da freut man sich doch. Wollen wir mal unsere Dynastie angucken? Okay, also das sind jetzt hier gerade die lebendigen Teile unserer Dynastie. Hier ist unser Raja. Hier sind seine Kinder. Oh, der hat hier auch schon... Ah, unser Sohn hat seinen ersten Engel geworfen. Der auch Wohlgestalt ist. Oh, leck. Sehr schön. Das wird hier ja. Da freut man sich doch. So, Nachbarschaftskriege gibt es auch schon wieder. Ach Leute, was haut ihr euch denn immer auf den Kopf? Und der Freak hier nimmt sich das alles ein. Eieiei, das ist natürlich so ein bisschen unerfreulich, weil wir dann wieder Unruhe im Reich haben. So. Ja, nimm den halt mit. Mann, ich brauche doch die vielen Kinder gar nicht im Kerker. Die nehmen nur Platz weg oder so. So, hier ist die Kultur gleich weg. Das finde ich sehr gut. Also die passen dann kulturtechnisch bald. Und, sehr gut. Bengalische Traditionen, da freut man sich doch. So, und es gibt hier auch keine Populisten mehr, weil ihr jetzt alle unserer Kultur angehört. So gehört sich das. So, was haben wir hier? Steuern eintreiben, mehr Entwicklung in der Gemeinde. Ich denke mal, das sollten wir jetzt so langsam auch mal wieder fördern. Weil hier sind wir jetzt ehrlich gesagt nicht so super. Ich gucke mal eben, wie die Entwicklung generell aussieht. Hier sind wir bei 18. Unsere Umliegenden sind allerdings ein bisschen besser. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen arbeiten dran. Aber hier ist generell eine relativ hohe Kulturentwicklung und hier drüben... Wow, das sieht ja richtig finster aus. Hohoho. Okay, hier sind so bei 13, 15. Okay, hier unten Rom 32, what the fuck, okay. Hier in Irland 3, 2. Oh, hier ist ja gar nichts los, meine Güte, Leute. Hoch, da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun hier. Okay, die Temba Harikila ist beeinflusst. Dann nehmen wir uns jetzt aber den nächsten Typen vor. Welche Vasallen finden mich denn noch so richtig scheiße? Die hier findet mich zum Beispiel richtig scheiße. Beeinflussen. So. Okay. Oh, das sind alles so diese alten Säcke hier. Die Papi toll fanden, aber mich halt nicht. Wirklich nicht nett sowas. Führt ihr schon wieder Krieg? Okay. Die sind sich wohl hier mal wieder mit irgendwelchen Leuten am Betteln. Auch nicht schlecht. Aber hier unten muss noch ein bisschen bekehrt werden, glaube ich. Mal gucken.
Ja, das ist auch eine Grafschaft, die ich selber halte. Deswegen ist das jetzt natürlich nicht so toll. Da kann ich nicht einfach dem Chef sagen, hey, du konvertier mal. Da muss ich den langen Weg gehen, leider. Alter. Okay, der hat sich jetzt hier mal ein bisschen ausgebreitet. Wow. So ein Schlafsack hier. Den mag ich echt gar nicht. Aber gut, diese Jungs hier, die Kantidiewitz, die sind so ein bisschen brutal. Naja, muss man durch. Okay. Ich guck doch mal, ob ich hier nicht irgendwo noch ein bisschen. Kann ich hier nicht irgendwie zufälligerweise mal überfallen gehen oder so? Waffenstillstand, verwundet. Oh, ich kann meinen ersten Ränkespielvorteil einbauen. Okay, schauen wir doch mal. Wahrheit ist relativ. Okay. Schnelle Hinrichtung, Hof der Schatten. Dreck wühlen. Das sind hier so diese Sachen, die ich ganz gut finde. Gut gemachte Arbeit. Ja, das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Vor allem intrigant. Das gibt dann nochmal richtig dick Ränkespiel extra. Schauen wir mal, was wir hier Schönes tun können. Eieiei. Vielleicht muss ich auch einfach mal anfangen, irgendwelche gegnerischen Leute umzusensen. Mal gucken, was hier passieren würde. Mordkomplott. Oh, das ist nicht sonderlich erfolgreich. Oh weia. Okay, da muss ich noch ein bisschen Skills zubasteln, damit wir hier mal so ordentlich morden gehen können. Mein unser freundlicher Raja ist jetzt auch nicht unbedingt der günstigste, ehrlich gesagt. Aber na, da müssen wir jetzt halt durch. Die gute Takorani. Bei einem Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch meine Vasallin Takorani Dattadevi ist. Das kostet mich jetzt gleich mal hier 75 Ruhm. Oh, das ist doch mal ätzend. Nee, ich finde mich toll. Ich brauche das. Sonst kann ich keine Kriege führen. Ich schmeichle dir auf andere Weise, Mädel. Zur Not schenke ich dir Gold oder so. Oh, ich kann meine Burg ausbauen. Guckt mal hier. Yes, ich kann meine Burg verbessern. Ich kann endlich mal was Gescheites bauen. Ach, das ist nett. Da freue ich mich doch. Oh, wow. Und es kommt jetzt auch richtig gut Geld rein. Also kann man sich echt nicht beschweren. Hier kann ich allerdings noch nicht groß ausbauen. Das ist ein bisschen schade. Müsste hier nicht so langsam auch mal das Besitztum fertig sein? Ja. Yep. Der hat auch nur einen Tempel. Habe ich hier irgendwas, was ich ihm bauen kann? Ich habe nicht genug Geld dafür. Okay. Elefanten zuchten. Oh, das ist ja geil. Wenn ich das baue, dann könnte ich rein theoretisch einen weiteren Ritter. Oh, warte mal. Bei den Chauvers muss ich jetzt mal dringend gucken, ob die auch was taugen. Wieder nur 6. Aber hey, die sind wenigstens ziemlich gut hier. Oh ja, oh ja. Oh, leck. Sehr schön. Wo habe ich denn meinen Erben? Der darf jetzt hoffentlich nicht hier mitmachen. Vasall, Rivale, Freund, Sohn. Wo ist denn hier mein Erbe? Dem muss ich das nämlich noch verbieten, dass der hier irgendwelche Dinge tut, die er nicht tun soll. Aber das sind hier alles irgendwie Chauvers, die gerade mal Vasallen sind oder so maximal. Okay. So, die Dattadevi findet mich immer besser. Das ist schön. Wir arbeiten dran. Gucken wir doch mal, ob wir uns nicht so ein extra. Warte mal, hab ich am Hof eigentlich eine Ärztin? Warte mal, da war doch diese Olle noch, die irgendwie diese guten Werte hatte. Ja, yep, die mache ich hier wieder zum Arzt. Das wäre doch ein bisschen kacke, wenn die jetzt abhauen würde. Hofarzt, komm Mädel. Du hast den Job ja vorher auch schon gut gemacht. Hupsi, gefestigt im Glauben. Okay. Ich bin als zutiefst frommer Mensch bekannt. Meine Hingabe an die höchsten Mächte sollte doch gewiss auch schon in diesem Leben zu etwas gut sein und nicht erst im nächsten, nicht wahr? Es gibt eine Reihe von Leuten, die einmal daran erinnert gehören, dass ich in der Gunst allmächtiger Wesenheiten stehe. Okay.
Was ist das denn hier? Oh, Formalins her. Okay, also ich habe, meine Hingabe sollte laut von allen Türmen verkündet werden. Das kostet mich 50 Glauben. Aber ich kriege 150 Ruhm, nee, Prestige. Ich war dieses Jahr zu nachlässig mit unseren Verehrungsstätten. Und dafür würde ich 80 Gold kriegen, aber die Gold ist jetzt echt kein Problem. Oder die Pujaris sind schon voller Ehrfurcht für mich. Ich glaube mal, ich nehme das hier. Weil wir momentan doch einige Leute haben, die uns nicht so toll finden. Und das ist jetzt nicht verkehrt. Dann eure Mutter, Gialium, trank sich zu Tode. Toll. Ja, Mädel, was soll das denn jetzt hier? Alter Schwede. Und dafür kriege ich erstmal Anspannung. Ja, danke auch. Ja, da freut man sich doch. Mensch, Mädel. Echt jetzt? So, wo habe ich das denn jetzt angebaut gehabt? Hier. Gebetshallen. Okay. Na, das ist schon wichtig. Aber wir bauen jetzt auch erstmal noch Elefantenzuchten. Das ist nämlich eine coole Sache. Ich möchte gerne einen weiteren Ritter haben. Und wenn die hier jetzt schon irgendwelche Gebetshallen basteln, dann bauen wir wenigstens auch noch ein bisschen mehr. Oh, was ist denn hier los? Führt hier irgendwelchen Krieg oder was? Oh. Die führen irgendwelchen Krieg. Verteidigen gegen Takurani Datadevi von Chandravipa. Alter! Immer hauen die sich hier gegenseitig auf den Kopf. Das ist ja mal richtig heftig hier. Ach Leute, seid doch nicht immer so brutal miteinander. Ah, okay, sie kann... Oh, ich kann sie endlich verheiraten, genau. Da war ja noch was. Ich darf ja meine Tochter hier nicht ewig rumsitzen lassen. So, was passt du denn? Du bist robust. Das ist natürlich nicht verkehrt. So, was nehmen wir denn damit dazu? Die Kana von... Das Pura? Das, ach, das ist hier hinten? Ah, das ist das hier. Okay. Wie viele kriegen wir denn hier? Schauen wir doch mal, wie viel das ist. Oh, das ist ja so gut wie gar nichts, meine Güte. Und die sind auch noch ein bisschen am Arsch der Welt. Aber andererseits würden wir hier mal ein bisschen frisches Blut in die Bude bringen. Ist während einer langwierigen Folterung verblutet. Nein. Den heiratest du nicht. Das machen wir nicht, Mädel. Was haben wir denn hier Schönes im Angebot? Nur Katastrophen irgendwie. Oh Gott, was sind das denn hier alles für Freaks? So, gucken wir doch mal, ob ich noch was Matrilineares kriege mit brauchbaren... Oh. Das ist unser Cousin. Der würde unsere Tochter heiraten. Ob das jetzt erbtechnisch funktioniert? Der ist athletisch. Oh, der ist intelligent. Oh, das wäre für unser Zuchtprogramm echt perfekt. Aber hier haben wir auch einen. Kerngesund. Was kann denn der? Moderat. Der ist jetzt auch nicht verkehrt. Könnte auch noch Bildung bieten. Und ist ein junger Arzt. Das wäre jetzt auch keine schlechte Sache. Schwierig. Was ist der hier? Mal gucken. Der ist robust. Der kann aber irgendwie nichts. Oh, das ist doch mal ärgerlich. Ja, schwierig. Der ist 42. Wäre natürlich eine Idee, wenn wir uns den hier dazu holen. Dann gibt das interessante Kinder. Oder wir holen uns einfach frisches Blut von außerhalb. Oh, der ist jetzt auch nicht verkehrt hier. Aber was hat der? 13, 12, 13, 11, 14. Oh, gesellig ist er. Paranoid und zynisch. Ey. Och, Leute, was habt ihr denn immer für grauenhafte Vorstellungen? Der ist jetzt auch nicht verkehrt hier. Stattlich ist er. Fruchtbar. Das würde jetzt noch ein paar mehr Kinderchen geben. Kinder für die Dynastie. Vor allem ist das noch ein relativ junger Typ.
Es ist nicht leicht. Aber 15 Ränkespiel ist jetzt auch nicht verkehrt. Dann haben wir den nämlich in der Wartestellung für irgendwelche interessante Dinge. Einer mehr, der ein bisschen was kann. Ja, jetzt guck mal nicht so unentspannt hier. Mann, sind die mal schlecht drauf, Jungs. So, dann haben wir eine verheiratete Tochter. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Und was ist das hier für einer? Der ist 15. Da brauchen wir jetzt demnächst auch mal eine Frau. Gucken wir doch mal, was es hier Schönes auf dem Heiratsmarkt gibt. Ich guck mal eben, ob wir hier irgendwas Nettes finden mit gescheiten Eigenschaften. Bitte vererblich. Irgendwas Junges, Hübsches idealerweise. Oh, die hier, die Kachani zum Beispiel. Paranoid, zornig, hinterlistig. Ah. Oh. Warum sind die immer so schlecht drauf? Oh, hier hätten wir eine wunderschöne. Oh, die sind alle so alt. Aber ich brauche doch keine so uralte Tussi. Mann. Huch. Oh, was ist das denn hier? Befragung. Auf Grundlage des Wissens, das ich zusammengetragen habe, gehe ich stark davon aus, dass Paansee ein Geheimnis kennt, das mir verborgen ist. Da sie sich in meinem Kerker befindet, wäre dies eine erstklassige Gelegenheit, das mit den Mitteln meiner Wahl herauszufinden. Okay, ich bin nachsichtig und würde total angespannt werden, wenn ich sie foltere. Okay, ich könnte es auf indirektem Wege versuchen. Ich bringe sie dazu, mit einer List mir zu erzählen, was ich wissen möchte. Oder ich biete ihr die Freiheit im Austausch gegen Wissen. Ich glaube, ich probiere das mal mit der List. Vielleicht funktioniert das ja irgendwie. Ihr erfuhrt das Geheimnis von Pansy Affäre? Cool. Das ist doch mal nett. Werte des Ehepartners. Und die Gemeinde wurde auch fertig bekehrt. Das ist schön. Okay, warte mal. Muss ich jetzt mal hier kurz eben schauen? Große diplomatische Expertise. Oh, die ist richtig gut. Krass. Ich habe immer so die tollen Frauen irgendwie. So, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben. 37. Oh, Alter, das wäre so geil. So richtig gute Mädels. Aber die sind so alt. Da kommt doch kein Kind mehr bei rum, Mädels. Bringt doch überhaupt nichts. So, was haben wir hier? Intelligenz. Die ist auch jetzt schon ziemlich diplomatisch. Ich glaube mal, die werden wir mitnehmen. Ja, das sieht doch gut aus hier. Cool. Nehmen wir mit. Yay, wir haben sie bekehrt. Das ist doch nice. Okay, und hier unten ist schon wieder Party am Laufen. Das nehmen wir gerne an. Wunderbar. Da freuen wir uns doch. Okay, die Kinder haben wir jetzt gewinnbringend verschachert, sozusagen. Damit unser Zuchtprogramm auch funktioniert. Oh, unser Verwandter Ngapo Chaturanan hat die Nebenlinie Chaturanan erschaffen. Okay, na, wenn du meinst. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas, was wir bekehren müssen? Ja, hier oben. Shirata wieder. Warum funktioniert das hier denn nicht? Junge? Bekehrung verlangen? Könnte annehmen. Habe ich ein Druckmittel? Nee, natürlich nicht. Ha. Der findet uns eh schon scheiße. Nee, das machen wir noch nicht. Eieiei. Huch! Hoppala. Ist verstorben. Ja, sowas Blödes aber auch. Okay, Altersschwäche. Dann brauchen wir den nächstbesten Verwalter. Dann nehmen wir doch den hier. Der war doch vorher schon gut. Mensch. So. Das läuft doch hier. Okay. Mann, was ein Stress hier. Huch. Okay. Jiten Dran Narayan. Oh Gott. Wer hat denn diesen Namen für diese armen Kinder ausgesucht? Hat ein echtes Verständnis der Kriegskunst erlangt. Ui, 3 Sterne. Das ist nett. Eines Tages wird ein guter Befehlshaber aus ihm werden, da bin ich mir sicher. Das ist doch nett. Und er hat auch noch ein hübsches Mädel gekriegt. Ein intelligentes Mädel. Dann gibt es auch irgendwann demnächst mal Kinder. Ja, man muss ja seine Dynastie immer ein bisschen absichern. So, jetzt gucke ich aber mal, weil mein erster Sohn hat hier. Oh, der hat schon 2 Kinder. Krass. Und das Kind hier ist Wohlgestalt. Und das bist du?
Wunderschön, nee, stattlich, geil. Oh, das Zuchtprogramm läuft. So gehört sich das. Sehr nice. So muss das sein. Da freut man sich doch. Ja, gefällt mir. Okay, jetzt fehlt uns nur noch ein bisschen Geld, um hier noch ein bisschen auszubauen. Aber das ist jetzt nicht schlimm, das kriegen wir alles hin. Was haben wir denn hier in Handlern? Was könnte ich denn hier als nächstes bauen? Hier fehlt einfach noch das Geld. Okay, die Kernburg sollte ich mal ausbauen und die Getreideäcker und... Oh, leck. Es gibt noch so viel zu tun. Ah. Wir sind halt leider auch kein besonders guter Verwalter, das muss ich dazu sagen. Also ich hätte wahrscheinlich irgendwie am Anfang Verwaltung nehmen müssen, aber okay, ist jetzt halt so, wie es ist. Wir arbeiten jetzt noch ein bisschen an dem Ränkeschmieden, damit das ein bisschen besser läuft. Wir wollen ja in Zukunft dann auch mal lästige Nachbarn einfach erstechen können, wenn sie uns auf den Sack gehen. Oder zumindest aus dem Weg räumen. Oder ein bisschen Chaos stiften, indem wir ihre Herrschaft verändern und beenden und so. So, was ist das denn hier für einer? Der hier führt auch ganz schön viele Kriege irgendwie. Aber der muss sich hier gegen diese Leute irgendwie verteidigen. Also ich glaube mal, da hat er nicht so viel Spaß. Warum ist der Typ eigentlich ein Maharaja und wir nicht? Finde ich irgendwie ein bisschen unfair. Was müsste ich denn hier machen, damit ich Maharaja werde? Ich möchte Maharaja werden anstelle des Maharajas. Aber ich glaube, dafür sind wir jetzt auch noch nicht bekannt genug, fürchte ich. Dritte Ruhmstufe. Ah, wir müssen mindestens Illuster werden, damit wir irgendwelche anderen Leute gescheit überfallen können. Was? Wieso? Warum kriege ich die ganze Zeit irgendwelche komischen Leute? Warum? Was ist das denn für ein Mist? Das finde ich jetzt mal irgendwie ein bisschen kacke. Weil mein vorheriger Ratsmarschall war besser als du. Ich glaube, die haben sich hier auf die Köpfe gehauen und die entsprechenden Personen, die ich hätte haben können, die sind jetzt nicht mehr da. Ah, echt, das ist ärgerlich. Was macht ihr denn immer für einen Stress? Huch! Okay. Mein Fürst, die Krankheit ist ansteckend. Seid vorsichtig. Der von Krankheit gezeichnete Körper eines Gemeinen, die Haut entstellt von Ausschlag und Beulen, liegt auf dem Tisch. Jeder, der mit dem Leichnam in Berührung kommt, riskiert eine Ansteckung. Und ich hatte tatsächlich einen Ausflug geplant, der mich in die Nähe von Srihatta bringen sollte, wo mein Rivale und Vasall Thakur Vapyata wohnt. Okay, schleudert den Leichnam auf. Srihatta, das machen wir aber nicht. Die Leiche könnte Hinweise auf den Ursprung der Krankheit erhalten. 10% Wahrscheinlichkeit dafür, dass das irgendjemand erwischt. Ha. Nein, wir sind ordentliche Gläubige, wir begraben die arme Person. Das machen wir nicht. Oh, warum hast du so viele Pusteln? What the fuck, was ist das denn hier? Blattern. Mädel. Oh. Ah, ich glaube, das ist die Person, die hier rumliegt. Oh. Nee, nee, die wird jetzt hier begraben. Igitt. Im Ernst, was ist das Ekliges? Ab unter die Erde damit. Oder abfackeln oder so. Kill it with fire. Oh, gruselig. Ihr Lieben, an dieser Stelle verabschiede ich mich aber mal. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und in der nächsten Folge schauen wir mal, was wir hier mit dem Harikela-Reich noch anstellen können. Weil es wird langsam Zeit, dass wir uns mal ein bisschen vergrößern. Wir sind jetzt nicht so winzig, aber es ginge auch größer, glaube ich. Mal schauen. Macht es gut, ihr Lieben. Bis dahin und tschö.